Idee kam, glaube ich, von Elrando González, glaube ich. Keine Ahnung. Wer damit ankam, also mit diesem Bauschema an sich. Sieht ziemlich cool aus. Würde sich jetzt auch hier für so einen Gang anbieten, einfach mal. Hui! Was war denn das? Hallo? Alter! Hossa! Okay, ich bin wieder wach. Ah. Hilfe! Hilfe, was war denn das? Das ist also, auch wenn es jetzt gerade vielleicht so wirkte, das ist hier Vanilla. Was habe ich denn da? War irgendein Ei oder so? Ich gucke immer noch ein bisschen wie ein Auto. Was war denn das? Das hatte ich ja noch nie. Naja, ich werde es dann in den Kommentaren wieder lesen. Was ich denn hier freigebuddelt habe. Ihr wisst sowas ja immer. Also du weißt sowas ja immer. Ich gehe ja nicht. Ey, bloß den Zampano mit dem Mikrofon. Muss ja auch nicht alles wissen, ne? Nee. Da ist es. Okay. Jetzt wird's unangenehm. Yay! So, da hätten wir das. Reicht nicht ganz gut, glaube ich. Ich muss doch noch mal einen Schritt gehen. So. Irgendwann müsste ich doch auf diesen blöden Gang jetzt wieder kommen. Bin ja jetzt doch schon relativ weit unten. Ne? In meiner einen Fackel. So. Meine Aufnahmezeit ist fast vorbei und ich habe nur einen Gang geschafft. Ah, vielleicht hänge ich dann einfach noch ein bisschen Zeit hinten dran. Mache dann nochmal eine neue Aufnahme, nachdem ich die hier geschnitten habe, weil ich will ja auch noch erstmal hochladen. Das dauert ja auch noch einen Moment. Damit ich heute gleich die erste Folge von dieser Aufnahmeserie hier rausdrücken kann, ne? Aufgeklopft. Ich hab's ja auch kaum gesehen, ne? Es war ja dunkel. So ein Scheiß. Also ich habe so das Gefühl, ich müsste schon 10-mal da gewesen sein in diesem Scheißgang. Das kann auch nur ein Gefühl sein. Ich bin jetzt schon doch relativ weit unten. Und was meint ihr? Weiter buddeln oder nochmal von der anderen Seite einen Testtunnel fahren? So, da hier Eisen ist. Man ja immer sagt, Eisen geht nur unterhalb
oberhalb der unterhalb der Wasseroberfläche. Ist der jetzt schon sehr weit unten. Oh, das ist eine richtige Ader. Cool. So, holen wir mal die Fackel. Wieder ein bisschen Eisen zum Einschmelzen, ist doch auch gut. So, und das können wir hier ja voll pflastersteinen. Ah, fast. Fast voll. Eins, zwei, drei. So. Und das hier muss auch noch raus. So gut aus gerade. Mein Plan hier einfach mal unten diesen Gang zu finden. Das war die Stelle mit dem Dirt in der Mitte. Nein, hier ist die S. Ich brauche so einiges. Also abgesehen jetzt von dem offensichtlichen Glück. Ja, dabei habe ich doch so schön abgezählt. Jetzt komme ich hier oben auch nicht wieder hin. So. Hier wieder zumachen. Knuff, 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 knuff. Gnarf. So tief bin ich doch hier gar nicht. Wieso bin ich da vollkommen an diesem Gang vorbeigerauscht? Ich bin noch nicht weit genug. Großes Gravelfeld. So, Zeug brauche ich auch wieder. Also, Werkzeug. Werkzeug! Ja, für dieses Mikrostückchen Ernährung lohnt es sich doch, ganze Kartoffel für einen Hals zu stecken. Eins, zwei, drei. So. So ein bisschen aufgeräumt hätten wir auch wieder. Fackeln hätten wir auch wieder. Werkzeug hätten wir auch wieder. Und jetzt hier oben hauen wir das Zeug hier raus. Da bin ich jetzt noch so weit vorne. Das kann auch nicht sein. Beim Abzählen sah es doch so aus, als ob sich das hier treffen müsste. Verdammte schöne Geschichte. Wieso trifft es sich denn nicht, wenn es sich doch treffen sollte? Hat da drauf jemand eine Antwort? Auf jeden Fall haben wir sehr viel Weg graviert. Das ist gut. Oder für Bahnstrecken. Oder zukünftig auch graviert. Bei Bahnen will ich denn doch noch bauen. Also zwischen hier und dem Heimatörtchen. Heimatberg. So eine Hochbahn jetzt durchs Gebirge. Finde ich schon irgendwie cool. Ja, es wird ein Drahtseilakt, es wird Ressourcen verschlingen ohne Ende, aber manchmal muss man sowas halt machen. Ne? Das ist hier ein riesiges Gravierfeld.
Gravel Keys. Na, wisst ihr schon. So. La la la. Hilft hier alles nix. Hilft hier alles nix. Tja. Ich bin ja einigermaßen verzweifelt. Jetzt bin ich schon durch. Auch nicht schlecht. Gefällt mir. Vor allem mit dem Gravelfeld hier drüben ist das echt nett. This is nice. This is really, really nice. Heißt, hier können wir auch noch einen schönen Raum draus machen. Was sowieso gerade jetzt entdeckt haben hier, dass hier was ist. Noch Glasbeine. Glas habe ich auch nicht dabei. Stimmt ja, da war ja was. So. Genau, jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt ist die Frage, warum wir diesen blöden Gang hier, diesen Gang nicht getroffen haben. Worauf ich jetzt gerade auch nicht so wirklich eine passende Antwort habe. Jede Menge Kabel. Tja. Glas. So ist das doch schön. So ausgucken, jetzt kann man das hier auch weiterziehen. So schief. Und diesen Raum hier mal fertig aussieht. So, die Sache, die man jetzt auch noch machen könnte, wäre halt mit Hilfe des Dingenskirchens, mit Hilfe des Debug-Moduses, also der Debug-Taste, die einem auch so FPS anzeigt und also ein Krempel, dafür zu sorgen, dass die beiden Gänge sich kreuzen. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal anders probieren. Und zwar mit Zielen. Weil wenn wir hier zur Tür rausgehen, sind wir ja quasi bei 1. Ne? So. Gut's nicht. Probieren wir es mit Zählen. Also hier sind wir ja quasi bei 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wäre auch ganz besonders schlau. Aber ja, Schlauheit liegt uns im Gemüt und im Blut. Ich mache das jetzt hier erstmal grob. Ein bisschen Licht noch an. Ja, wir sind schon viel zu tief, ey. Och, auf welchem Niveau wir hier schon auch wieder sind. Also es ist ein schöner Gang für als Mineneingang. So, bei 16 habe ich ja gesagt.
So, und da hätten wir auch schon wieder das erste Liedchen, ne? Erstes Liedchen heißt für euch eigentlich nur eine Sache, dass es schon wieder vorbei ist. Hier mit dem ganzen Blödsinn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also irgendwo hier. Hier mal ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, ein Klavier hier raus. Irgendwas Sinnvolles werden wir hier schon noch draus machen aus der Situation. Aber das Lied ist eindeutig lauter als all die anderen, ne? Da wollt ihr das wissen. Ich gedacht, ui, mach ich mal hier Lautstärke-Einstellungen. Okay, und da kommt das Wasser jetzt von oben. Das kann ja kurz so bleiben. Das ist mir auch wurscht. So. Weil. So. Das war schon wieder vorbei mit dem Wasser. Höher oder tiefer? Das ist von hier aus gesehen noch. Ui. Höher sein. Das hier. Höher. Oh, fuck it. So viel höher. Na gut, das ist ja aber nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall nicht ganz so verkehrt. Dann könnte ich nämlich hier einfach so gerade machen. So. Die können weg. Würde sich hier wieder glatt ziehen, genau. Applaus, Applaus, Applaus. So. Das können wir hier mit Kabel auffüllen. Das ist gut. Hier können wir das gleiche machen. Ja. So. Das gleiche. Hier soll nichts spawnen. Gut, ist sowieso noch ein bisschen Wasser. Ein bisschen Kohle. Das heißt, ausweiten können wir es auch noch. Es ist schon wieder die Musik aus, ne? Und ich mache immer noch weiter. Dass ihr euch das auch wieder mal antun muss. Ich böser, böser, böser Junge. Ganz böse. So. So. Okay. Ja, aber es war richtig gerade. Hier sein müsste. Mit der Glasplattform hier. So. So, das heißt, wir hätten unseren Gang nach oben schon fast fertig. Ist nicht schön. Nee, ist nicht, aber trotzdem habe ich es erwähnt. So. Blüpp. Ja, und hier. Das
So, ich nehme mal noch mit. Und hier machen wir jetzt erstmal massiv Zeug rein. Genau, da geht es nach oben. Da kommt jetzt noch eine Treppe vor. Das heißt eigentlich, die hier, wer kann noch die Reihe? So, da können wir Kabel machen. Und hier können wir Cleanstone machen. Ja. Und da auch. Jo. Ja. Zwar anders als erwartet, aber gut. Schön. Und dann brauchen wir hier noch einen Abgang hier runter oder so um die Ecke rum oder hier so runter. Ne, hier so runter. Es muss ja in die Richtung gehen. Also machen wir vielleicht hier so hinter, hier. Drei runter. Machen wir schon. So, damit ist die Aufnahme für heute wieder beendet. Oder vielleicht mache ich gleich noch eine. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich fall tot um. Ja. Das werde ich tun. War schön mit euch, war angenehm. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu sehr gesaugt, dass ich am Ende keine Musik mehr da hatte, um euch zu unterhalten. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und das ist schon bald. Auf Wiederhören.